Willkommen zur Sketching Session für ein Graffiti Writing. Heute brauchen wir ein Blatt Papier, einen Bleistift mit Radiergummi, könnt ihr natürlich auch extra nehmen, und ein paar Filzstifte. 5 Farben habe ich ausgesucht. Und das sollte uns reichen. Dann geht's gleich los. Denkt euch einen Namen aus. Vielleicht nehmt ihr einfach euren. Und ich habe jetzt Fricks genommen. Setzt die Buchstaben etwas voneinander entfernt aus Blatt. Ganz einfach. Dann umrandet ihr die Buchstaben mit einer Linie. Dann noch eine Umrandung. Und noch eine dritte Umrandung, die setzen wir etwas nach unten. Nehmen wir an, das Licht kommt von hier und unser Schatten ist also hier. Dann bedeutet das, dass hier unten die Linie kräftiger ist und hier weniger kräftig. Jetzt radiert ihr die erste innere Linie wieder weg. Aber das R braucht noch eine kleine Fläche hier. Und jetzt setzen wir hier oben Lichtreflexe. Weil von da kommt ja auch das Licht. Und dann geht's los mit dem Ausmalen. Ihr müsst jetzt hier die Lichtreflexe stehen lassen. Darum geht ihr gleich wieder mit der Linie zusammen. Kommt die zweite Farbe. Nehme ich eine ganz helle, dann ist der Kontrast sehr schön. Dann kommt die dritte Farbe, die ja so einen leichten Schatteneffekt hat. Da achten wir drauf, dass wir also hier unten etwas schwerer sind und oben weniger. Darum zeichne ich jetzt erstmal nur oben die Linie. Von der Lichtseite.
Und jetzt achtet darauf, dass die Form nach unten stärker wird. Jetzt seht ihr den Schatten, dass der leicht nach unten und leicht nach links versetzt ist. Jetzt können wir sämtliche Hilfslinien, wie vor allem die hier drin in den Aufhellungen, wegradieren. Und jetzt kommt die vierte Farbe. Nehme ich jetzt für die Aufhellung hier drin. Und mit der letzten Farbe könnt ihr noch, machen wir heute mal einen Slime-Teppich dahinter. Ich habe was vergessen. Wir brauchen natürlich hier drin noch eine blaue Linie. Den Schatten nicht vergessen. Und ein bisschen Grün kommt da auch noch rein. Hier. Zeichnet ihr einfach gerade runter ungleichmäßige Linien. Bisschen die Tropfenform herausarbeiten. Nicht überall, aber an ein paar Stellen. Noch ein paar kleine Korrekturen, da wo Blitzer sind. Das war die Fricks Sketching Session für ein einfaches Graffiti-Writing. Ja, dann wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren.